Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe SM-Freunde. Super cool, gab es wie gesagt vom Werk aus so nie. Das ist nichts, wo du am Wochenende immer mit der Frau irgendwie durch die Gegend schupperst, ne? Teil 2 von der Moto World Classics. Wir zeigen euch so ein bisschen, wie die Messe aussieht und was es hier zu sehen gibt. Also, ich würde sagen, wir gehen gleich in die Halle 20, dort geht's los. Hier bin ich selbst noch nicht hingelaufen, deswegen können wir mal schauen, was es hier so gibt. Vier Pagode zu sehen. Ich würde sagen, wahrscheinlich Pagode ist so das Auto, was am meisten hier vertreten ist. Vereinzelt auch ein paar Porsche, aber ich möchte euch gleich mal ein Auto zeigen, was ich richtig cool finde. Und es ist ein Auto, wo ich die Zukunft drin sehe, weil ich der Meinung bin, für die nächste nachkommende Generation, für Youngtimer und Oldtimer-Liebhaber, wird es das perfekte Auto sein. Deswegen würde ich sagen, stelle ich euch mal einen richtig, richtig coolen Mercedes vor. Und zwar sind wir hier bei einem Lorenza-Umbau. 7,2 Liter Hubraum aufgebohrt von 6,0. Und das Interessante an diesem Auto ist, der Neuwagenpreis betrug damals 350.000 Mark. Wenn man sich das mal überlegt, in Berlin konnte man sich zu der Zeit ein Einfamilienhaus dafür kaufen. Aber nichtsdestotrotz ist es auch noch so, dass der Motorumbau alleine nochmal mit 70.000 Mark oben drauf gekommen ist. Also das heißt, hier hast du dir schon ein schickes Einfamilienhäuschen gegönnt. Und das sieht natürlich mit diesem Bananenleder, sieht das super geil aus. Einer meiner Favorites vor allem, weil die Felgen der Oberhammer sind. Also ich finde die Dinger mega geil. Das ist so richtig 90er-Jahre-Style, das gehört irgendwie dazu. Hat so einen leichten Luden-Touch, aber der SL war ja dafür auch bekannt, dass der Lude das ja auch gut fand. Ne? Fährt sich gut, oder? Geiler Schlitten, aber die Farbe passt nicht zu meinem Bart. Da brauchen wir gar nicht weiterzulaufen und wir haben gleich sofort nebenan das nächste Schmuckstück, was ich persönlich sehr feier. Und diese Alpinas werden immer beliebter, immer populärer. Und hier haben wir so einen. Was haben wir hier? Das ist ein B10 wahrscheinlich. Ja, genau. Das ist ein B10. Und wir haben eine Alarmanlage, die funktioniert. So, Alarmanlage haben wir stillgelegt. Alpina B10 sieht super cool aus. Alpina Felgen sind auch heiß begehrt auf dem Gebrauchteilemarkt. Ich finde das Auto auch sehr cool. Und das sind die zukünftigen Klassiker. Da sind jetzt noch Youngtimer. Aber gibt der Sache noch 5, 6, 7 Jahre, dann werden das gefragte Oldtimer sein. Warum? Weil das Autos sind, wo du einfach dich reinsetzt, den Schlüssel umdrehst und losfahren kannst. Deswegen werden die 80er und 90er Jahre Autos werden die Zukunft sein. Und darauf fokussieren wir uns selber auch ziemlich stark. Hier haben wir den Jaguar XK 120. Hat so seinen englischen Flair, aber muss man mögen. Da musst du für gemacht sein, das muss so dein Stil sein. Für mich wäre es trotzdem nichts. Also man sieht hier zum Beispiel, sieht man das auch ganz gut, auch Restauratoren, die sich hier ausstellen, die sich präsentieren, die zeigen, was sie können. Hier, den Stand finde ich eigentlich ganz cool. Hier wird gezeigt, wie so eine Pagodenkarosserie vorher aussah, wie sie auch nach dem Lackieren aussieht. Und auch hier im Prozess vom Aufbau beim 190er. Das ist immer ganz interessant, weil man einfach so eine Idee bekommt, wie wurde das gemacht. Das ist eine ziemlich ehrliche und coole Darstellung, wie ich finde. Es gibt hier allerhand, ne? Guckt euch mal den Alpha an. Ist genauso wie ein Evo oder ein M3 oder sowas, E30. Das ist halt so die Zeit gewesen, wo die DTM-Autos noch richtig geil aussahen. Und relativ seriennah, wenn man sich das im Vergleich zu heute anschaut. Ne?
Klassiker der Amis ist natürlich die Corvette, haben wir hier auch vertreten. Und was wir auch immer wieder mal im Angebot haben, ist der DeLorean. Das ist natürlich mal schwierig, da so ein wirklich gutes Modell zu bekommen. Viele Autos, die ganz wenig Kilometer haben, haben dafür unglaubliche Standschäden, weil die einfach nie bewegt worden sind. Die sind da, so richtig viel wird noch nicht danach gefragt. Aber egal, wo du hinkommst, das ist immer ein Blickfänger. Wir sind bei den Jungs von Crank It und beim Jamie. So, und ich hatte mit Jamie neulich gesprochen und der hatte mir erzählt, dass das hier irgendwie der Wagen von seinem Dad ist oder war. Ich glaube, das waren 460 oder 468 Cubic Inch mit einem Blower oben drauf. Dann hat er mir erklärt, dass wenn ein Ventil falsch öffnet, kann es passieren, dass der Blower nach oben abgerissen wird. Deswegen müssen hier diese Sicherheitsbänder anmontiert werden. Da sieht man mal, wie gefährlich das sein kann. Die Zündung wird hier drüber gesteuert. Hinten wird die Ölpumpe jetzt nur noch gesteuert. Das System lässt sich sozusagen nur noch unterbrechen, wenn man die Benzinzufuhr kappt. Also absolut nichts für den Alltag. Aber seien wir mal ehrlich, das hat auch überhaupt nichts mehr mit Alltag sein zu tun. Ne? Wir gehen mal rüber in die nächste Halle. So, nächste Halle. Und wir sind direkt beim Stand vom Mercedes Clubs, wo ich persönlich sehr gerne bin. Einfach deswegen, weil wenn du so ein Mercedes-Liebhaber bist, wie ich es bin, dann findest du hier natürlich alles, was du brauchst. Hier als Cabrio, als Roadster. Wir haben eine Pagode hier. Relativ selten, 450 SLC 5.0. Mega coole Kiste. Hat damals den 5 Liter Alu-Motor bekommen. So, dann gehen wir mal rüber. Da drüben steht ein Auto, was es so eigentlich vom Werk aus nie gab, was umgebaut worden ist, aber sehr gut gemacht wurde. Und zwar haben wir hier ein 126 Cabrio. Das gab es vom Werk aus nie. Wurde ganz gut gemacht. Ich habe mit dem Besitzer schon mal gesprochen. Man kennt sich von dem einen oder anderen Treffen. Super cool. Gab es, wie gesagt, vom Werk aus so nie. Also wir haben hier versucht, eben zu zeigen, wie einfach die Autos vorher waren. Mhm. Also ich sag mal einfach, ja. Wie sie vor 80 waren, ja. Wie die irgendwie weiterentwickelt sind. Ja. Ne? So erste Serie, letzte Serie. Die Maschinen hatten eine Weiterentwicklung, aber die war schon vorher. Okay. Also die Schubabschaltung kam ja schon zum Modelljahr 82. Es gab schon eine Schubabschaltung? Ja, da hat er serienmäßig. 1982. War ordentlich, ja. Ne? Geil. Du kannst auch in dem Auto ab Modelljahr 82 ein Airbag bekommen. ABS war schon vorher. War das aber in Deutschland auch zu bestellen oder ja, in den amerikanischen Modellen? Im amerikanischen hat es nie gegeben, 123. Weder Airbag noch ABS. Okay. Bei uns konntest du es ganz normal kaufen. Okay. Das weiß ja keiner. Der Airbag wurde 81 vorgestellt in der S-Klasse und ein halbes Jahr später war er auch in 123. Ah, okay. Also lass uns mal hier lang laufen. Hier haben wir so ein bisschen die Glasfraktion. Muss man mögen, ist mir persönlich schon wieder so ein bisschen zu altbacken, sieht aber sehr filigran aus. Weitergelaufen. Renault Alpine kennt jeder, hatte große Rallye-Erfolge und ich finde, das haben die auf der Messe sehr cool gemacht, weil wir haben hier die erste Serie des Alpines, dann haben wir hier den 610 ist das und hinter mir, im Hintergrund sieht man, da ist das aktuelle Modell, was auch in kürzester Zeit vergriffen war. Also auch hier hat man sich so beim Standbau natürlich ein paar Gedanken gemacht,
dass man dem Besucher natürlich so ein bisschen aufzeigt, was es gab, wie sahen die Autos aus, wie sind die technischen Entwicklungen von der Zeit gewesen. Also ich persönlich muss echt sagen, geile Sache, aber ich sehe gerade was, das ist auch sehr cool, da gehen wir nochmal rüber. Auf jeden Fall hatte Citroën mit Maserati eine Kooperation und dann wurde in die DS ein Maserati-Motor eingebaut. Es gibt viele wilde Geschichten, die einen sagen, dass Citroën die Dinger nicht servicieren konnte in der Werkstatt, haben dann irgendwelche wilden Sachen gemacht, es gab Motorschäden. Ob das am Ende so ist oder wie viele Stück da überlebt haben, weiß ich nicht, aber es ist super selten. Vom Wert her super, super stabil und super interessant. Und die sieht man halt auch nicht an jeder Ecke. Ne? Eine DS sieht man noch ab und zu, aber mit dem Motor, sogar als Cabrio, ich glaube, ich habe sogar schon mal mit dem Herrn gesprochen. Mal gucken, ob wir gleich ein Gespräch bekommen. Ich habe eine Frage. Ich kann mich erinnern aus unserem Gespräch. Sie hatten mir erzählt, dass das umgebaut worden ja. war. Dann sind Sie doch der... 1989 bis 91 habe ich die Eierkiste umgebaut zu einem Cabrio. Und jetzt erzählen Sie uns kurz, wissen Sie, wie viele SMs noch ungefähr, oder wie viele gebaut worden sind, wie viele noch übrig geblieben sind? Also gebaut sind, haben wir dort eine Liste in den einzelnen okay. Ländern, wie viel? Frankreich 5.500, Italien 2.000, USA 2.000, Deutschland knapp 1.000. Ja, 900 okay. ein paar zerquetscht. Genau, in Deutschland. Gebaut. Haben Sie eine Idee, was würden Sie sagen, wie viel Prozent von den Autos, die es gebaut worden sind, gibt es noch? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass vor einigen Jahren in Deutschland beim TÜV angemeldet waren, oder überhaupt ja, registriert angemeldet waren, um die 120, 130 von Stück. Von 970? Von 900 ein paar zerquetschen. War das nicht viel, ja. Und derzeit weiß man es also überhaupt nicht, weil man kriegt schlecht Auskünfte darüber. Dann eine letzte Frage. SM steht für? Es ist so, wenn wir eine Veranstaltung haben, dann sage ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe SM-Freunde, und dann sitzen im Hotel oder Restaurant irgendwelche Leute, da fallen die Kinnladen runter. Ja. Dann sage ich, meine Damen und Herren, es ist nicht das, was Sie denken. Ich sage, das ist ein Sondermodell von Citroën Maserati und das Ding heißt Seine Majestät. Nein, doch. Seine Majestät, so kann man es auch verkaufen, ne? Ja. 10,2 Liter, 800 Cubic Inch oder was? Das sind dann 1200, ja. 1,2, 1,3. Junge. Alter, guck dir mal den Auspuff an, ne? Das ist ja, das ist ein richtiges Männerrohr. Richtig, da hat Malme dir seinen Arm reingesteckt. Ja, das glaube ich, ne? Also das ist ja die im Fernsehen war. Ach so? Echt? Ja, das ist die. Aber da hat er eine kleine Faust, der Junge, guck mal. So, Malme, die, was ist da los? Hast ja hier Frauenhände. Davon gab es 19. Gibt noch 10 oder 12 und das wird die anderen sein, Marken sind halt Massenware. Hey Boss, what's up, man? Good, man. How was your night? Good, it was good. We went all the way down to the old church. That was like a 40 minutes walk or something. More than that. More than that. Huh? Oh, we walked for at least but 3 hours. So we walked for about 3 hours. Really? Yesterday night? Oh, yeah. It was cold. It was kind of cold. Man, but it was good. Call me. I would drive you, No. I wanted to walk. I even told Dirk. In the night? Yeah. So we walked all the way there to find a place. We couldn't find it. We found one right next to our hotel. That's good. So I'm going to see you later. All right, you man. Sounds you. Great, man. Okay. All right, cousin. See you later, buddy. Hey, we're doing it again in Berlin this time, huh? Sure. All right. Later, man. Later. Hier haben wir die Vorstufe des ersten Tuning-Projektes, was man so sagen kann, wo sich unsere Eltern wahrscheinlich dran erinnern können. Während es heute C63, E63 von der Stange gibt, gab es damals die Rote Sau. Super bekannt, war auch sehr erfolgreich und ich weiß nicht, ob es die Originale ist. Nee, also das steht hier nicht. Es gibt viele Nachbauten, ich kann jetzt nicht genau sagen, ob es die Originale ist. Sieht aber super geil aus, dass ich sogar schon überlegt habe, mal so ein Ding nachzubauen. Ist aber auch ein Haufen Arbeit. Aber egal, wo du hinkommst, jeder weiß, was das ist. Jeder weiß, das Ding heißt die Rote Sau. Es ist, du kannst überall auf der Welt irgendwo hinkommen. Du kannst in Los Angeles jemandem das Auto zeigen hier und sagen, The Rote Sau. We'll be right back.
So, jetzt haben wir hier ein interessantes Gegenstück. Und zwar einen aktuellen GTS als Rote Sau Edition. Den habe ich gestern zufällig gesehen. Ist wohl auch schon beim Gumball mitgefahren. Sieht mega cool aus. Einfach so auch vorne mit den Scheinwerfern. Ne? Also, ich meine, damit erhältst du ja quasi alles, was irgendwo noch auf der Straße unterwegs ist. Hier hinten Safari Porsche ist auch mega geil. Guck mal, fährst mit so einem Ding, da kannst du an jeder Ecke der Welt fahren. Ne? Das ist völlig egal. Da hast du keine Probleme. Schotterpiste, Rennstrecke, Autobahn, irgendwelche Steinwege in Kasachstan, mit dem Ding kommst du überall hin. Ne? Rüber in die nächste Halle, da ist auch noch was. Wir schauen mal, was da an Autos zu sehen ist. Aber ich glaube, es kommen langsam die Boote. Ich habe vom Booten gar keine Ahnung. Aber vielleicht werde ich auf meine alten Tage dann nochmal so ein Seefahrer oder sowas und werde dann, ja, mal gucken, vielleicht mir irgendwie so ein riesen Schlauchboot holen. Also wenn du hier ein Bötchen suchst, hier wirst du fündig, ne? Also ist ja auch alles für jeden Geschmack da. Alter, ich habe wirklich gar keine Ahnung vom Booten. Ne? Hinten haben wir ein großes Polizeiboot, wird wahrscheinlich die Wasserschutzpolizei sein. Ja, wir sind hier eifrig in den Fachgesprächen, weil wir niemanden nicht weiter stören. Aber es hat einen sehr miefigen Geruch, muss ich sagen. Wie alt ist das Boot ungefähr? Das ist aus den 70ern, ich glaube, okay, von 1978 oder 79. Mhm. Und ist aber noch regelmäßig im Dienst, im Innenstadtbereich oder auch mal in den großen Bereichen Berlins. Wie lange kann man sagen, ist so ein Bootsleben bei der Polizei? Da kann man gar kein Datum dran festmachen. Wir haben ja, das ist ja nicht mal unser ältestes Boot. Wir haben Boote im Einsatz, unsere Feuerlöschboote, die sind aus den 60er Jahren. Oh, wie lang ist das? Dass man irgendwie, das ist so um die 12 Meter, genau, müssten wir da auf den Plan gucken. Ich glaube 11,80 Meter oder irgendwie so. Aber die Polizeiboote sind alle so um die 11, 12, 13 Meter. Mit dem kriegt ihr auf jeden Fall jeden. Mit den 30. Wenn sie sich an die Geschwindigkeit halten. Okay, also wir kriegen natürlich jemanden, der jetzt mit 75 über den See, kriegen wir da. Nee. Vielen lieben Dank für die Auskunft. Ja, hat mich sehr gefreut. Und eine schöne Messe wünsche ich noch. Danke, gleichfalls. Dankeschön. Also wir haben von der Dame gerade bei der Polizei gelernt, schneller als 30 km/h und sie kriegen dich nicht. Nur mal so. Dir mal das Ding an. Also wenn du hier von diesem Winkel dir das anschaust, sieht das Ding aus wie ein UFO oder sowas. Das ist ja verrückt. Das ist anscheinend ein Speedboat. Stellt da ein 104 km/h auf Wasser. Also ich habe keine Ahnung, was 104 km/h auf Wasser sind, aber es fühlt sich bestimmt alles andere als sicher an. Das Ding sieht auch aus wie ein halber Kampfflieger oder sowas. Oder eigentlich sieht das Ding aus wie so ein Auto aus der Salzwüste, so bis hierhin, ne? Krass. Also das ist nichts, wo du am Wochenende immer mit der Frau irgendwie durch die Gegend schupperst, ne? Das Boot hat 1966 am Wörthersee einen Rekordversuch gehabt. Ja. Da gibt es auch noch Filmaufnahmen von, okay, die Sie im Netz auch noch finden heute. Und der ist damals schon 50 Jahre alt gewesen, ist der Besitzer der Chlorodent Zahnpastafabrik gewesen. Okay. Also ein Playboy und Rennfahrer. Lebemann. Genau, und alle Boote, er ist auch sein Leben lang unverheiratet geblieben und alle Boote tragen den Namen seiner Jugendliebe Mattea. Aha. Er hat also insgesamt 8 Boote gehabt, das ist das letzte Boot, was er fertig gemacht hat, ist in Italien gebaut geworden. Und ist dann auch von Gersch, der Bootswerft Gersch, aufgebaut worden, rennfertig gemacht worden, ja, in Mainz-Kastrell abgestimmt worden und in Wiesbaden, wo er dann zum Schluss auch lebte. Und der Sohn von dem Bootsbauer Gersch hat dieses Boot vor einem Jahr in England wieder entdeckt, okay, und hat es zurückkaufen können.
Okay, wow. Und er ist aber mittlerweile noch weit über 70 Jahre alt und wir sind jetzt dabei, das Boot zusammen mit ihm wieder in den Originalzustand zu versetzen. Wir haben hier noch die Originalaufnahmen, wo auch der Maserati-Motor noch drin war. Ist da immer noch ein Maserati-Motor drin? Da war ein Maserati aus einem GT Grand Prix-Rennwagen drin. Da gibt es nur 3 Motoren von. Boah. Und der ist auch wieder zurück in ein Grand Prix-Fahrzeug gebaut worden. Okay. Der war also mehr nur so eine Leihgabe, die die hatten. Wir haben auch die einzelnen Motoren, die verschiedenen, die drin waren. Ach, war wieder schön, okay. Die sind hier alle drin, war auch ein Alfa Romeo V12 mit Doppelkompressor drin. Im Moment ist ein Chevrolet. Und der Gersch hat natürlich versucht, diesen Maserati-Motor zu kriegen. Das wird wahrscheinlich aber schwierig sein. Aber da ist nichts zu machen letztendlich. Ja. Diese Variante hat jetzt 600 PS mit Vergaser. Mhm. Die gibt es auch, die letzten mit Einspritzanlagen, dann waren sie bei 800 PS. Ne? Problem hier ist 30 Liter Hubraum. Wir haben 2000 Umdrehungen und wir haben weit über 2000 Newtonmeter an Drehmoment. Da muss man erstmal irgendwie umsetzen. Ein Getriebe zu finden, was jetzt nicht im Schrank ist. Ja. Damit wir es auch im Boot verbauen können. Das ist die größte Aufgabe. Gibt es da was? Haben wir jetzt jemanden ausfindig gemacht, der muss das jetzt checken, dass die Haltbarkeit gegeben ist. Der große Vorteil ist, dass das Getriebe natürlich auch nur einen Propeller antreiben muss. Es ist also jetzt nicht, dafür muss natürlich alles aus dem Wasser geholt werden. Der hat auch Kraft, der muss auch richtig arbeiten. Ja. Aber da kriegen wir was Kleines, Schmales hin, damit das Rennboot dann auch noch seine Leistung natürlich dann auch noch bringt. Ja, das Leistungsgewicht muss ja auch stimmen. Genau, genau. Wir gehen nochmal ins Palais. Das ist so die letzte Station, die wir haben. Da gibt es nochmal ein paar Schmuckstücke. Wir stehen jetzt hier vor einem NAG. Das war ein ins Leben rufen von AEG. Da haben die sozusagen das Automobil in Berlin produzieren lassen. Beziehungsweise in Oberschönweide war das, glaube ich. Oberschönweide, genau. Viele kennen das wahrscheinlich gar nicht, gerade so von den Jungs, die jetzt so in meinem Alter sind. Die werden NAG wahrscheinlich noch nie gehört haben. Man sieht halt, wie damals noch geschaltet wurde. Da sind die Gänge draußen, das ist die Handbremse. Also das sah alles damals noch ein bisschen anders aus. Ist heutzutage total unpraktikabel. Und leider ist es auch so, dass man viele Autos der 20er, 30er Jahre gar nicht mehr auf der Straße sieht. Und was auch interessant ist, hier gibt es zwar den großen Korb, der wird aber auch höchstwahrscheinlich nur für die hintere Sitzreihe gehen. Das heißt, wenn du vorne sitzt, dann plättert es direkt auf den Kopf. Sieht schick aus, sieht auch so vom Zustand super aus und Leder sieht auch top aus. Also ich könnte mir vorstellen, dass der auch bestimmt irgendwann schon mal gemacht worden ist. Ja, aber ist mal interessant, viele werden es gar nicht gewusst haben und als Ausstellungsstück super für das Palais hier. Hier haben wir noch 2-3 andere kleine Autos. In der Atmosphäre von diesem Palais ist das natürlich eine schöne Sache. Das hat so einen gewissen Charme und ich finde, das rundet die Messe hier wunderbar ab. Ich würde sagen, das war's jetzt. Ich denke, das war schon ein sehr langer zweiter Teil. Das war unsere Erfahrung mit der Motorworld Classics. Ich finde, das ist eine gelungene Messe. Ich hoffe, sie wird nächstes Jahr vielleicht noch mehr besucht. Und ich hoffe, wir können noch mehr junge Leute ranziehen. Das war's von mir. Ich wünsche euch viel Spaß. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Mal.